in der Natur aufgewachsen, durch meinen Vater bedingt, er ist Förster. Ich kenne es nicht anders. Ich habe meine ersten 19 Jahre meines Lebens in absoluter Ruhe verbracht. Also ich kann auch nicht gut schlafen in einem Stadtverkehr, brauche erst mal ein paar Tage, um wieder klarzukommen. Dann geht es aber auch. Und ich mag auch das Stadtleben, aber ich bin dann immer wieder froh, wenn ich aus der Stadt zurückgehen kann, um in die Natur, in die Ruhe zu gehen. Ich war auf Wanderschaft vor einigen Jahren. Da bin ich eigentlich erst so richtig aus der Gesellschaft ausgebrochen. Gestartet bin ich eigentlich ziemlich verwirrt mit dem Glauben, dass ich irgendwie nicht so richtig funktioniere. Und auch mit der festen Überzeugung, dass Deutschland grau ist. Da wurde ich ganz schnell eines Besseren belehrt. Ich habe sehr, sehr viel über mich und andere kennengelernt. Ich habe unglaublich viel offene und tolle Menschen kennengelernt dadurch. Ich bin auf Wanderschaft einfach auf den Weg des gemeinsamen, einfachen Lebens, Handelns, Arbeiten gekommen. Und daraus ist dann der Gemeinschaftsgedanke entstanden, der immer, immer intensiver und stärker wurde in mir. Kinder bedeuten mir ziemlich viel. Also ich bin jetzt gerade Vater von meinem zweiten Kind. Wir geben quasi unseren Kindern mit, was wir in unseren kühnsten Wünschen uns vorstellen. Und das hoffe ich einfach, dass wir das immer mehr schaffen, dass wir unsere Kinder zu Freigeistern erziehen, auch wenn es manchmal dann anstrengend ist. Aber diese Anstrengung lohnt sich einfach dahingehend, um immer mehr den Freiheitsgedanken, den ich so sehr in mir spüre, den unseren Kindern mitzugeben, damit sie das immer weiter ausbauen können. Wir haben jetzt ganz aktuell auf der Boom, ein großes Festival in Portugal, haben wir die Kinder-Area, den sogenannten Bim-Bam-Boom, aus dem Boden gestampft. In der Vorstellung, wir als Eltern bauen mit den Kindern schöne Plätze auf Festivals, aber auch auf anderen Geländen, um einfach generationsübergreifend agieren zu können. Genauso auf der Fusion. Jetzt seit 5 Jahren machen wir dort den Kinderspace. Und es wird einfach immer klarer und erfolgreicher. Wir kriegen jetzt schon die Bestätigung von Eltern, dass sie das sehr zu schätzen wissen inzwischen, dass sie wieder auf Festivals gehen können mit ihren Kindern, weil dort einfach schöne und behütete Plätze geschaffen werden, um mit den Kindern zusammen einfach Zeit zu verbringen. Es geht mir vor allem auch darum, möglichst einfache Baustrukturen zu haben, damit das jeder nachbauen kann, also dass jeder es nachvollziehen kann, wie Dinge zusammengebaut werden, damit ich nachher ein Dach über dem Kopf habe, das warm ist im Winter und kühl im Sommer, bei einem möglichst ausgeglichenen Energieverbrauch, menschlich wie für die Natur mit Rohstoffen. Also das einfachste Rezept für Zufriedenheit ist, sich selbst anzuerkennen, wie man ist, mit allen Sonnen- und Schattenseiten. Dann würde ich mal sagen, auch eine gesunde Hinterfragung von bestehenden Systemen, also unsere Arbeitswelt betreffend, unsere Schulwelt betreffend, da einfach anzufangen zu hinterfragen, ist denn das wirklich das, was ich möchte? Und je sicherer ich werde mit meinem
es fühlt sich stimmig und richtig an. Desto überzeugender kann ich nach außen wieder treten und desto überzeugender kann ich Leute wieder mitnehmen auf einem positiven Weg. Und ich kann einfach allen Menschen nur raten, mit positiveren Gedanken und positiveren Einstellungen zum Leben Ja zu sagen.